Ladies and Gentlemen, der Grund, warum ihr heute hier seid. Hier sind Tokyo Hotel. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben ja vor einigen Jahren Wege gemacht und so weiter. Toll, dass ihr hier seid. Ist das denn ein Comeback in Deutschland, wo ihr hier auch bleiben wollt, oder geht ihr wieder zurück nach Amerika? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass wir jetzt Deutschland machen. Wir fliegen danach nach Frankreich und dann nach Italien und dann wieder nach L.A. Und ihr bleibt nicht in Deutschland hoch? Ich glaube, ich muss mal näher ran. Ja, also es hat sich nur so ergeben, dass wir jetzt hier anfangen, sozusagen. Und dann, schon rein, bin ich dran. Und danach fliegen wir dann wieder nach L.A. Jetzt ist gut. Könntest du vielleicht zur Sicherheit das nochmal kurz sagen, weil wir genau, also wir fangen jetzt sozusagen hier in Deutschland an mit so den ersten Terminen. Ein paar Sachen haben wir auch schon vorher in Amerika gemacht. Und dann nach Deutschland geht es nach Frankreich und dann nach Italien und dann erstmal wieder nach L.A. und dann Südamerika. Ja. Darf ich noch eine Frage aus ZDF-Mann machen? In Türkei. Darf ich noch eine Frage aus ZDF-Mann machen? Ihr geht ja am Samstag zu Wetten, dass. Was erwartet ihr euch da? Was erwartet ihr im Comeback in Deutschland? Ist ja schon unser drittes Mal, glaube ich, dass wir da sind und wir freuen uns drauf, geht ja nicht mehr so lange und von daher freuen wir uns, dass wir nochmal dabei sein können und wird toll, Megan Fox ist da. Ja. Ja, wir stellen unsere Single vor, Love and Love Back, ja. Hallo, Bianca Kopp, Deutsche Welle. Herzlich willkommen zurück. Meine erste Frage an euch, wie fühlt ihr euch jetzt selber? Also seid ihr selber aufgeregt vor diesem Comeback und was erwartet ihr? Also glaubt ihr, dass ihr an den Erfolg anknüpfen kommen könnt und wie wichtig ist euch das dann überhaupt noch? Also für uns fühlt es sich nicht so an wie ein Comeback, ehrlich gesagt, weil wir waren ja gar nicht, also wir haben natürlich eine Weile kein Album gemacht, aber wir waren ja nicht aufgelöst oder sowas, sondern wir haben uns einfach ein bisschen Zeit mit dem Album gelassen. Ja, aber wir sind aufgeregt, na klar, weil wir haben so lange dran gearbeitet und wenn man dann so lange im Studio ist, dann ist es, glaube ich, immer aufregend, das dann sozusagen mit der Welt zu teilen und dann, das war immer alles top secret, die Plattenfirma hat bis zwei Wochen vorher auch noch nichts gehört und dann sozusagen das rauszuschicken und dann mit der ganzen Welt zu teilen, ist natürlich immer aufregend, klar, also wir sind auf jeden Fall nervös sozusagen, das mit unseren Gästen. Wir kommen auch gerade aus den Live-Proben aus den ersten und wir haben mal wieder live spielen hören, die sind ein bisschen eingerostet und das macht eigentlich auch. Wenn ihr euch das Mikro teilen und was erwartet ihr jetzt von euren Fans? Die waren ja auch teilweise ein Grund für euch, halt erstmal wegzugehen. Also wie ist jetzt euer Verhältnis zu denen? Nee, unser Verhältnis zu den Fans ist toll. Wir finden das ja auch toll, den Support. Ist unglaublich, wie die alle am Start sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man dann lange nichts macht, dass dann alle wieder da sind. Darum, das Feedback, was wir bekommen haben, ist ganz toll. Also wir waren total überrascht. Also wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute irgendwie darauf warten, dass wir was machen. Also wir freuen uns wahnsinnig über das Feedback. Audi von Jakob und TV. Hallo. Was habt ihr euch dabei gedacht, dieses doch sexuell explizite, was auch immer, sowohl bei Girl Got a Gun, was ist das überhaupt für ein blauer Teddy gewesen? Also, weil ich glaube, das ist ein Elefant, ist der denn Rüssel irgendwie an der falschen Stelle? Nee, das ist Toko, unser neues Maskottchen. Eigentlich wollten wir den auch hier haben heute. Der hängt aber im Zollfest leider. Darum hat er es nicht geschafft. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, ist mir der Pimmel erst sehr viel später aufgefallen. Also im Video geht es ja eigentlich weniger um den Penis jetzt, als weniger um die Kunst an sich. Aber, und das Cover,
zu Love Loves It Back fand ich einfach extrem witzig. Vielleicht war ich auch der Einzige oder so, aber ich... Ja, also ehrlich gesagt, wir haben gar nicht, also wir hätten jetzt gar nicht gedacht, dass sozusagen das Kuscheltier, also eigentlich dachten wir, es ist nur irgendwie lustig und sorgt für einen Schmunzler halt einmal drin, aber das Video hat ja noch ganz viele andere Sachen, wo wir dachten, das ist einfach extrem cool. Wir finden vor allem die Technik, wie es gemacht ist, cool. Halt was ganz anderes, als wir vorher gemacht haben. Wir fanden den Director ganz toll, mit dem haben wir zum ersten Mal gearbeitet und ja, von daher war jetzt das Kuscheltier an sich gar nicht für uns jetzt so ein Riesending, sage ich mal. Und die Orgie in Love Loves You Back? Ja, das war, also ich wollte schon ganz lange so ein Video machen. Und ich bin ein Riesenfan von dem Film Das Parfum. Und fand den Film immer ganz toll. Und ich hatte schon vor Ewigkeit, ich wollte es eigentlich schon zum letzten Album machen, dass wir sozusagen anstelle von dem Parfum halt unsere Musik machen und das eben in den Leuten das auslöst, diese Orgie auslöst, die Musik sozusagen und dieser Song. Und das wollte ich eigentlich schon viel früher machen, das hat sich nie ergeben. Und jetzt zu dem Song hat sich das natürlich total angeboten und dann, ja, haben wir das gemacht. Okay, hi, Raquel von TVB mit Berlin. ihr seid jetzt 5 Jahre weg gewesen, ihr seid jetzt erwachsen geworden und dementsprechend das Cover, diese Maus, wessen Idee war das? Also da werden sich einige Größen, naja, neidisch sein, dass das nicht deren Idee sind. Ich find's genial. Anne von Die Welt Video, wie habt ihr das Gruppenkuscheln bei Love Love Back empfunden? Also ich war extrem nervös. Also ich habe vorher, als wir uns mit dem Director getroffen haben und ich habe ihm die Idee erzählt und was ich machen will, hat er dann ein Treatment geschrieben und ich war ursprünglich gar nicht in diese ganzen Szenen involviert. Das heißt, eigentlich sollte ich nur sozusagen rumrennen und singen. Und ich meinte zu ihm, nee, ich will auf jeden Fall mitmachen und so, weil ich finde das sonst einfach nicht geil. Also ich singe ja davon Love Loves You Back und wenn ich dann nicht auch zurückliebe, dann finde ich das irgendwie nicht cool. Das kann Sinn. Und dann macht es irgendwie keinen Sinn. Und darum habe ich ihm dann gesagt, so, also ich will schon mitmachen und so, ich habe überhaupt keine Hemmungen und keine Probleme. Und als es dann einen Tag vor dem Video war, da war ich dann extrem nervös, weil ich habe das natürlich noch nie vorher gemacht. Und ja, aber die Darsteller waren alle ganz nett und das war alles ganz professionell. Auch wenn die erste Darstellerin erstaunlich viel Zunge benutzt hat und ich danach dann erstmal das ganze Gesicht voller Lippenstift und Lipgloss hatte. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Also das ist ja dann auch relativ, es hat dann wenig Sexuelles und wenig Intimes, wenn man das vor der Kamera macht. Das ist eigentlich, das geht relativ schnell weg dann. Hi, Alisa von der dpa. Ihr habt euch ja jetzt ein Leben in L.A. aufgebaut. Wie sehr fühlt ihr euch denn überhaupt noch als Magdeburger und wie oft seid ihr noch in Deutschland? Also als Magdeburger ist schwer zu sagen, weil so richtig als Magdeburger habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Als Magdeburger schon viel eher. Also wir fühlen uns insgesamt, glaube ich, noch extrem, extrem deutsch. Also ich glaube, so die Verbundenheit zu Deutschland ist auf jeden Fall noch da. Auch in L.A., wir sind nach Deutsch, wir vermissen das deutsche Essen, ich vermisse die Autobahn und all solche Sachen. Also wir sind auch immer mal wieder hier, wir haben hier auch das Album hier produziert, wir waren zwischendurch in Hamburg, Hans Studios, haben uns mit Georg Gustav natürlich getroffen, haben das Album geschrieben und so weiter. Also die deutsche Verbindung ist auf jeden Fall nach wie vor da. Es ist, glaube ich, jetzt auch gerade, wenn es jetzt wieder losgeht mit dem Album und wir so viel am Reisen sind, spielt es ja auch gar keine große Rolle eigentlich, wo man wohnt, weil man dann eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist. Alter. Okay, nächste. Jana von Mutter Entertainment. Hi, hier bin ich. Eure Ästhetik in dem Video Girls Gotta Gun ist schon sehr trashig, würde ich sagen. Also habt ihr euch eventuell von Katy Perry und Miley Cyrus inspirieren lassen, abgesehen von den California Lives? Ja, aber ich glaube in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht, wir hatten den Director halt entdeckt und der hat halt diesen Style, wie er halt seine Videos macht, halt mit diesem gespulten Effekt
Und ich fand es halt gut, dass man sowas macht, weil der Song ist ja extrem so funky und der hat diesen krassen Beat und so. Und ich dachte, das wäre einfach geil, so einen Effekt zu haben und halt ein untypischeres Video zu machen. Und ich wollte eigentlich ursprünglich, ja, und dann, ich hatte die Idee zu den Drag Queens. Und er hatte dann die Kostüme angebracht und so, es war dann so eine Gemeinschaftsarbeit. Ja, wir dachten einfach, wir machen was Neues, was Interessantes. Ich finde das ein extrem cooles Video. Darum, ich war erstaunt sozusagen, dass viele Leute das irgendwie so... Also ich fand es einfach ein extrem frisches, neues Video und macht total Spaß zu dem Song. Und darum, wir sind extrem happy damit. Hatte denn einer von euch persönlich schon mal mit der Drag-Szene zu tun, dass er auf diese Idee kam? Nee, ich dachte nur, weil... Man kann den Songtext ja auch anders interpretieren. Ja, also wenn Girl gegangen. Und darum dachte ich, wäre es einfach lustig, sozusagen auch eine richtige Frau zu haben und auch eine Frau mit einer Gun in der Hose. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Und eine letzte Frage habe ich noch. Darf ich am Ende ein Selfie mit euch haben? Ja. Yes. Okay, dann gebe ich jetzt weiter. Genau, Benedikt Heil von Tommy Flash. Hi. Nochmal eine kurze Frage zum anderen Video, Love's Without Your Back. Die Bisexualität, die da so ein bisschen angedeutet wird, ist das reine Kunst, hinter der nichts steckt, oder kann man das vielleicht auch so als öffentliches Bekenntnis vielleicht verstehen? Was war? Ich habe das erste nicht verstanden. Die angedeutete Bisexualität in dem Video. Ja. Ist das reine Kunst, hinter der gar nichts steckt, oder ist das vielleicht auch ein öffentliches Bekenntnis? Ja, also die Idee von dem oder der Song, da geht es ja auch darum, ich wollte einfach zeigen, dass Liebe keine Grenzen hat und Zuneigung keine Grenzen hat, alle Facetten von Liebe zeigt. Da hatten wir einen extrem alten Mann da, der mit einem ganz jungen Mädel rumgemacht hat, dem hat das mega viel Spaß gemacht. Es war aber noch alles egal. Also es war alles egal, ja. Aber das war ja so die Idee von dem Video und darum... das wollte ich halt von Anfang an. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte natürlich gleichgeschlechtliche Liebe haben und junge Menschen, alte Menschen, etwas dickere Menschen. Und also wir haben einfach alles gemischt und das war mir ganz wichtig, dass das dann auch rüberkommt, weil darum geht es in dem Lied und daran glaube ich auch. Und darum haben wir es gemacht. Melissa Cannon-Joyce, meine Frage ist, ihr habt ja vorhin in dem Film gesagt, dass ihr jetzt mit dem Album auch vor allem auf jeden Fall die Musik in den Vordergrund haben möchtet. Seid aber auch sehr offen und offensichtlich mit eurer Feierei und Alkohol und Party unterwegs. Braucht's das dann eigentlich? Also mit der Feierei, wir haben eigentlich nur erzählt, wie das Album sozusagen entstanden ist. Und ich muss sagen, es ist einfach so entstanden. Wir waren extrem viel feiern und darum ist es wahrscheinlich auch so elektronisch geworden. Also es ist eigentlich eher um den Hintergrund zu geben, wie sozusagen die Lieder entstanden sind und wo die Sounds her sind, warum wir davon inspiriert waren. Also es war einfach so, dass wir extrem viel auch. Ich habe meine Freiheit total genossen in Amerika und wir sind super viel weggegangen und waren auf Festivals. Musik und Alkohol geht ja auch an den Rand. Das fällt immer aus, dein Mikro, glaube ich. Ja, sonst nimm doch das. Kann mir nicht mal an ein vernünftiges Mikrofon gehen hier? Ja, aber darum, also klar, und ich war ganz, wir nehmen immer nachts auf auch, also wir waren immer, wir haben auch so einen ganz verdrehten Rhythmus, wir sind meistens bis, also eigentlich sind wir auf deutscher Zeit, das heißt, ich bin immer bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens wach in L.A. und schlafe dann bis nachmittags, weil wir gehen halt immer nachts ins Studio und dann, nachdem wir dann abends weg waren, sind wir danach noch ins Studio, wir haben ein Home-Studio zu Hause und so haben wir ganz viel aufgenommen, also einfach auch diese Freiheit aus dem Feiern raus und so, also ist jetzt gar nicht, um irgendeinen Feierskandal zu provozieren, sondern einfach nur so ein bisschen Background, wie das so entstanden ist. Das war's. Hallo, hier ist Lina Sassamskaite von RTL. Hi. Erstmal, welcome back in Germany, ja, good old Germany. Es ist schön, euch hier zu haben und Kompliment, weil sowohl Cover als auch Video werden schon extrem stark diskutiert, auch auf euren ganzen Facebook-Seiten und so. Ist das auch ein klares Zeichen? Ja, Tokyo Hotel ist jetzt aus der Pubertät raus. Also ich glaube, wir waren auch schon vorher raus. Ja, das Cover auch schon mit 16 gebracht. Ja, das ist mir nur nicht eingefallen. Also wir haben nicht ganz bewusst, also wir werden das oft gefragt, wir haben auch nicht ganz bewusst im Studio eine bestimmte Art von Musik gemacht oder
also wie gesagt, jetzt auch mit den ganzen Covern und so, jetzt wo ich das sehe und die ganzen Leute so drüber schreiben, denke ich so, ja, okay, ist ganz schön sexuell oder so, aber ich habe mir vorher gar nicht so Gedanken dazu gemacht, sondern wir gucken immer jedes an und dann suchen wir ein Cover aus und dann drehen wir ein Video, aber das ist immer aus der Idee heraus, aus dem Song heraus, die Inspiration, also wir gucken jetzt nicht so, wir haben gar nicht so overall irgendwie drüber geguckt und geguckt, was für eine Art von Image oder so, und wir haben auch nicht eine bestimmte Art von Musik machen wollen, um irgendwie eine bestimmte Art von Zielgruppe anzusprechen, sondern jeder, der guten Musikgeschmack hat, wird das Album lieben. Genau. Und darum, also, wir haben einfach das gemacht, worauf wir selber Bock hatten. Also, worauf, was wir selber hören, was wir selber gut finden. Und das war so das Ziel. In dem Video gerade haben Sie auch erwähnt, wie gut Ihnen der Abstand getan hat, wie gut Ihnen L.A. auch getan hat. Meinen Sie, es wird wirklich durchziehbar sein, in Zukunft den Fans wirklich möglichst wenig Persönliches anzuvertrauen? Darum geht es ja weniger eigentlich. Es geht ja eigentlich vielmehr darum, dass man entspannt wohnen kann. Also das ist jetzt, also das ist das Einzige. Ansonsten, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt, also über uns stand, glaube ich, schon alles in der Zeitung. Jeder weiß alles über uns, da kann ja gar nicht mehr viel kommen. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt denke, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie meine Person ein bisschen geheimnisvoller machen und weniger von mir preisgeben oder so, weil das geht ja schon gar nicht mehr. Den Punkt haben wir schon lange überschritten, glaube ich. Aber es geht ja darum, dass man irgendwie ein entspanntes Leben neben der Karriere haben kann. Und das versuchen wir irgendwie hinzukriegen. Ob das klappt, weiß ich auch noch nicht. Moment, ich hatte Claudia von der DPA. Was wollt ihr aber denn machen, wenn eure Fans jetzt irgendwie plötzlich Selfies mit euch haben wollen, dann doch vielleicht irgendwie wieder so dieses Persönliche, die mehr eine größere Rolle spielt als die Musik? Gar nicht mehr auftreten oder was? Nee, also man muss sagen, das darf auch nicht falsch verstanden werden. Das mit den Fans, also wir haben ja zum Beispiel Tokyo Hotel TV, ich glaube, da hat man ein bisschen was von gesehen, so wir lassen ja auch Kameras dann rein und begleiten, wie wir unser Album produzieren und so. Also wir sind jetzt auch nicht so super oder mit unseren Fans, wir versuchen auf jeden Fall den Kontakt zu halten und sind auch gar nicht jetzt da total abgeschirmt, dass wir keine Fotos machen oder sowas, also gar nicht, sondern also das, was passiert ist, warum wir ja dann irgendwie auch abgehauen sind und warum wir halt unser Privatleben schützen müssen, das war ja über das normale Fansein hinaus. Das waren ja eher dann, das geht ja eher dann in die verrückten, abgedrehten Leute. Und das hat so mit dem normalen Fansein gar nicht viel zu tun. Also wir sind total dankbar, dass wir den Support haben und wir sind da total glücklich drüber. Wir wollen da überhaupt nichts dazwischen schieben oder so. Und wir sind auch nicht besonders verschlossen, finde ich. Also wir erzählen auch gerne und viel und so. Also wir haben da eigentlich gar nicht so ein Problem. Es ist nur, wenn wir halt nach Hause gehen, dann haben wir natürlich auch gerne mal unsere Ruhe. Ja, genau. Die Technik ist der Horror hier. Habt ihr ganz einfach gesagt, dass ihr abgehauen seid? Habt ihr das Gefühl, so im Rückblick, dass ihr so ein Stück Jugend, so ein Stück Leben verpasst habt damals während dieser Massenhysterie und dass ihr vielleicht viel Privatleben oder vielleicht auch so ein Stück Jugend nachgeholt habt in L.A.? Ja, das habe ich schon, wobei wir auch immer sagen, also ich kann es nicht auf irgendjemanden schieben. Ne? Also es ist nicht so, dass wir irgendwie, das wird ja auch immer gern gesagt, so durch die Gegend geschickt worden als Kinderstars oder so, sondern wir wollten das ja unbedingt genauso machen. Also wir waren immer total selbstbestimmt in unserer Karriere und das, was wir machen wollten. So. Also wir hätten auch schon viel früher selber sagen können, nee, jetzt brauchen wir eine Pause oder jetzt wollen wir das nicht mehr. Vor allem habe ich das immer so empfunden, wir waren schon sehr früh reif. Also als wir dann Monsoon veröffentlicht haben oder so, haben wir auch schon einiges mitgemacht. Also ich habe immer ältere Freunde zum Beispiel und wir haben schon, auch bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, der ersten Veröffentlichung damals, haben wir auch schon viel erlebt. Also man kann nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie Jugend verpasst haben, extrem. Wir hatten eine andere Jugend haben bestimmt. Aber wir haben auf jeden Fall Sachen nachgeholt. Also, ja. Also klar, so ich habe eher das Gefühl, wir waren ja, was denn so, 20 oder 21, als wir nach Amerika dann gegangen sind. Und dieses Freisein, dieses, was man einfach hat als 20-Jähriger, wo man dann irgendwie Bock hat zu feiern und irgendwie mit Freunden
was weiß ich was zu machen. So, das haben wir schon nachgeholt. Also, weil hier gab es halt immer, wir haben halt wahnsinnig viel gearbeitet und irgendwann haben wir dann gemerkt, so krass, wenn wir dann mal Pause hatten zwischen den Terminen, wir hatten eigentlich gar keinen Leben außerhalb von Tokyo Hotel. Da haben wir uns selber so ein bisschen rein manövriert, weil natürlich bei Tom und mir zu Hause geht es den ganzen Tag nur darum, weil wir arbeiten natürlich zusammen, das heißt, es geht den ganzen Tag nur um Tokyo Hotel und ums Musikmachen, um die Karriere, um alles Mögliche. Und die Balance hat einfach gefehlt. Wir haben irgendwann gemerkt, so warte mal, wir haben überhaupt keinen privaten Ausgleich und das wollten wir dann irgendwann. Und ich glaube, das merkt man aber auch erst, wenn man ein bisschen älter dann ist. Also so mit 20, 21 haben wir dann gemerkt, so ja, wir wollen jetzt aber auch mal irgendwie was anderes, einen Ausgleich haben außerhalb der Karriere. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen nur das haben, sondern wir brauchen auch irgendwie so ein Leben außerhalb. Und das haben wir halt uns aufgebaut und gesucht. Ich sag jetzt, Alex Just von ProSieben, ihr wart jetzt lange, lange Zeit musikalisch gesehen weg. Ihr habt uns verlassen mit jeder Menge Nummer 1 Hits damals und einem riesengroßen Erfolg. Wie viel Anspruch habt ihr an dieses Album? Also erwartet ihr denselben Erfolg, gebt ihr euch mit weniger zufrieden? Wie viel wollt ihr jetzt erreichen, dass ihr das Ganze als Erfolg verkaufen könnt? Also das mit dem Erfolg ist ja immer so schwierig, das war eigentlich von Anfang an schwierig, weil ja wir so einen tollen, großen Erfolg mit der ersten Single hatten und wenn man ja dann einmal Nummer 1 Hit hat, dann ist ja alles danach immer schlechter, es sei denn, man hat immer wieder Nummer 1 Hit. Von daher ist es sowieso schwierig, den Erwartungen der Öffentlichkeit immer gerecht zu werden. Ich muss sagen, wir sind wesentlich entspannter jetzt mit dem Album. Das ist jetzt unser viertes Album mittlerweile. Wir haben irgendwie das ganz oft gemacht. Das heißt, wir sind da ein bisschen entspannter und wir haben ja auch zum Glück ganz viele Länder. Das heißt, wenn jetzt mal in dem einen Land der Song nicht so gut funktioniert, dann gibt es immer noch irgendwie ganz viele andere Länder, die hoffentlich gut funktionieren. Also wir haben einfach da uns eine ganz gute Basis überall geschaffen, dass wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig nervös hier sitzen müssen und denken so, oh Gott, wenn das Album jetzt nicht Top 10 einsteigt oder so, dann war es. Vor allem so Touring und sowas ist für uns halt wichtig. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auf Tour gehen und dann wenn man die Möglichkeit hat, halt die ganze Welt zu bereisen und überall mal hinzukommen, dann ist das auf jeden Fall für uns der größte Erfolg. So, wir waren auch in Ländern, wo wir noch nicht waren. Wir waren zum Beispiel in Australien, waren wir noch nicht. Dann haben wir vor 3 Jahren oder so, glaube ich mal, oder 4 Jahren mittlerweile, scheiße, in Japan gespielt, da waren wir aber auch noch nicht so oft so, das heißt, also, ich glaube, so Asien würden wir gerne touren, Australien dazu nehmen, Amerika kommt bestimmt auch mit Touring und ja. Ja, hallo Kai von NTV, mich würde mal interessieren, wie sich Georg und Gustav momentan so fühlen in der Situation. Generell jetzt so mit dem Album, mit der Situation jetzt auch bei der PK, wo ihr so ein bisschen vermeintlich vor steht so. So nebendran stehen, ja, das sind wir ja gewohnt. Ne? Wir sind ja hier immer am Quasseln die ganze Zeit, da hat man ja keine Chance. Außerdem gibt es nur 2 Mikrofone hier leider. Kann ich nichts Dummes dazwischen erzählen. Funktioniert? Ah, super. Hi, ich bin Olga vom Berliner Kurier und ich hätte eine Frage privater Natur. Millionen von Menschen kennen euch ja. Wie schwer ist es da, Menschen kennenzulernen, die es ernst mit euch meinen und vielleicht auch sogar den Schritt weiterzugehen, eine Beziehung mit jemandem einzugehen? Also ich glaube, das ist die allergrößte Challenge. Also ich habe in der Vergangenheit das immer schon so oft gemacht, darum ich will auch nicht, ich mag das auch bei anderen nicht, ich will nicht immer so der jammernde Star sein, das ist sowieso insgesamt immer schwierig, finde ich, weil na klar, man sucht sich das ja aus und in erster Linie sind wir dankbar, dass wir das so machen können, aber natürlich bringt das mit sich, dass man immer skeptisch ist mit Leuten, das ist klar. Also, wobei, ich glaube, ich meine, die Aufgabe hat ja jeder im Leben, ich meine, also wie oft findet jemand im Leben einen richtig wahren Freund, den man für immer hat oder so. Ich meine, man hat wahnsinnig viel Bekannte und Leute, mit denen man mal so quatscht oder so, aber ich glaube, das ist ja bei jeder privaten Person genau das gleiche Problem. Ich meine, wie oft findet man wirklich wahre Freunde im Leben oder eine tolle Freundin, die am Start ist und so weiter. Also ich glaube, das Problem hat ja jeder irgendwo, also nicht nur wir. Hi, ich bin die Kathi Weiß von der Bild am Sonntag. Und wir sind ja auch eine ziemlich spezielle Generation. Also gerade so in Berlin, Berghain, Techno, Raves, Tinder. Auf welche Abenteuer freut ihr euch? Ich will so gern mal dahin. Ich war noch nie im Berghain. Ich will unbedingt mal hin. Wochen ist noch sehr gut. Also ich will unbedingt mal hingehen. Also ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Ja. Und auf welche Abenteuer freut ihr euch noch? Aufs Berghain. Nee, also
Abenteuer, also ich glaube sowieso, auch wenn wir schon extrem auffallen in Berlin, muss ich sagen, weil in L.A. da ist ja um zwei Schluss, dann nehmen die dir den Alkohol vom Tisch und dann ist ja, das ist ja per Gesetz, da kannst du ja nicht länger feiern als um zwei, außer halt zu Hause. Und von daher freuen wir uns auf jeden Fall auf Berlin. Also L.A. ist ziemlich langweilig, also partymäßig muss man sagen, da geht gar nichts eigentlich. Von daher, ja, Berlin ist schon die coolste Stadt, glaube ich, so zum Weggehen und so. Aber sonst, ich glaube auch, dass, so wenn wir das jetzt auch alles wieder machen, so ich glaube, das Leben an sich hat irgendwie so viel Abenteuer, so viel Challenges jeden Tag. Also ich mache mir gar nicht so viel Gedanken. Ich glaube, das passiert sowieso einfach und da sind so viele neue Aufgaben und so viele neue Sachen, die man erlebt. Also es ist abenteuerlich genug alles. Und noch eine kleine Frage zu eurem kommenden Auftritt bei Wetten, dass die gerne auch von Gustav oder Gerhard und zwar, Wetten, das war ja über lange Jahrzehnte immer so die Sendung, wo man mit den Eltern davor saß, mit der ganzen Familie. Habt ihr private, persönliche Erinnerungen an diesen Showriesen? Ja, bei uns war das auch schon damals so, dass wir das zusammen immer mit der Familie, das war schon immer so ein Event. Und ich finde es auch ehrlich gesagt schade, dass es jetzt irgendwie dann das irgendwann nicht mehr geben soll. Weil es schon immer noch ein schönes Format war. Ne? Also ich verbinde da auf jeden Fall Kindheitserinnerungen mit der Show. Heike Buscher von Reuters. Bei euch wird ja das Rauchen sehr inszeniert, auch das Trinken oder das Feiern, sowohl im Musikvideo selber als auch im Film. Ist euch denn bewusst, dass ihr auch eine Vorbildfunktion habt, mit dem Gegenüber eurer Fans und spielt das auch eine Rolle oder ist ihr das wurscht? Ja, das ist uns eigentlich wurscht. Also, ich fände es total geheuchelt, wenn wir halt jetzt rauchen und dann jedes Mal, wenn eine Kamera kommt, verstecke ich das schnell oder so. Also ist halt so. Ich meine, ich bin ja auch nicht stolz drauf, dass wir rauchen. Das ist halt so. Das ist halt so eine Phase. Das geht auch irgendwann mal wieder vorbei, hoffentlich. Und ansonsten, ja, es ist ja auch niemand so bekloppt und guckt uns an und sagt, oh, die rauchen, jetzt muss ich auch rauchen. Oder, oh, die trinken, jetzt muss ich auch ganz viel trinken. Ich glaube, jeder weiß, dass das ungesund ist. Und ich glaube, da kann schon jeder ganz vernünftig mit umgehen. Also ansonsten, ich glaube, das macht ja auch niemand, außer vielleicht so ein paar amerikanische Stars, die da so ein bisschen heucheln oder so. Aber ansonsten geht da, glaube ich, jeder ganz normal mit um. Ja, hallo, Katja Marlich, Super-Elu. Stand für Georg und Gustav eigentlich je zur Debatte mitzugehen nach Amerika? Nein. Da hinzuziehen war für mich irgendwie nie ein Thema, weil einfach weil meine Familie und meine Freunde, ich bin so verwurzelt in Magdeburg und mir gefällt es da immer noch super gut, von daher war es für mich nie ein Thema. So, eine letzte Frage an die beiden Brüder. Und zwar, wie habt ihr euch persönlich verändert jetzt auch in der Zeit und inwiefern ist jetzt in den letzten 5 Jahren in dieser Zeit dann auch eure Musik vielleicht dadurch erwachsener geworden? Also ich glaube, ich sage immer, wenn jeder bei sich selber guckt, was so bei einem selbst in den letzten 5 Jahren passiert ist, dann kann wahrscheinlich jeder sagen, da waren unglaublich viele Dramen dabei und vielleicht ein Berufswechsel und die Stadt gewechselt. Ich meine, 5 Jahre sind unglaublich lang, da passiert ganz, ganz viel und ich glaube, wir sind einfach ganz normal älter geworden, wie alle anderen auch, also gar nicht so viel besonders. Also wir haben ja auch ein ganz wesentlich normaleres und einfacheres Leben geführt jetzt in L.A., als wir es hier gemacht haben, was eigentlich ziemlich normal war mit rausgehen und mit den Hunden Gassi gehen und feiern gehen und Freunde treffen, also so ganz normale Sachen. Und darum, ich glaube, das hat uns einfach so eine Entspanntheit wieder gegeben und wir konnten so einen gesunden Abstand auch zu der Karriere und den ganzen Sachen kriegen und konnten dann auch erst wieder Inspiration für neue Musik halt finden. Weil, wie gesagt, ich wusste nach dem letzten Album, wusste ich überhaupt nicht. Für mich war es so, wir hatten irgendwie alles gemacht, wir waren überall, wir sind überall aufgetreten. Für mich gab es irgendwie nichts mehr, was ich jetzt noch unbedingt machen wollte. Ich hatte nicht mehr viel zu erzählen und musikalisch wusste ich nicht so richtig, wo es jetzt hingeht nach dem letzten Album. Und darum dachte ich, okay, lass uns lieber jetzt erstmal sozusagen Stopp machen
Und dann machen wir halt wieder was, wenn wir halt richtig da inspiriert sind und wieder richtig Bock drauf haben und auch wissen, was wir machen wollen. Und dann sind wir nach anderthalb Jahren erst so ganz langsam überhaupt wieder ins Studio gegangen. Und diesmal haben wir ja total viel, also Tom und ich haben das Album produziert und wir haben unglaublich viel selber produziert. Also wir haben auch Sachen gemacht, die wir bei den letzten Alben davor nie gemacht haben. Mit Tom und ich meinte Tom. Ja, also darum, das hat uns auch, glaube ich, musikalisch und also unglaublich weitergebracht. Tom zum Beispiel spielt, was viele, glaube ich, auch nicht wissen, eigentlich zwei Gitarre auf der Bühne und macht sie auch im Studio, aber er macht auch alle anderen Sachen. Die ganzen Beats von ihm sind programmiert, die ganzen Synthesizer, Klavier und so weiter und so fort. Also das machen wir alles selber. Und das hat uns, glaube ich, extrem weitergebracht, also weil wir haben das vorher nicht gemacht. Wir hatten vorher kein Home-Studio, wir hatten immer Studio-Sessions, die gebucht waren, wo wir dann aufgenommen und geschrieben haben, aber natürlich immer ein Team von Produzenten, die dann produziert haben. Und wir haben zum ersten Mal sozusagen auch selber das gemacht diesmal, weil wir auch die Zeit da hatten. Ne? Also wir hatten keine Deadline und keinen Abgabeschluss. Wir haben bei zur Plattform gesagt, wir sagen Bescheid, wenn wir was haben. Und von daher war das für uns, glaube ich, auch kreativ einfach und als Musiker super wichtig und wir haben unglaublich viel dazugelernt in der Zeit. Hier, der Howie von Jagalo nochmal, hier erst drei. Thema Songwriting, welcher Song ist euch denn wirklich so durchgeflutscht? Also welcher entstand einfach am schnellsten und welcher Song war das Sorgenkind auf dem Album? Also Girl Got a Gun war super easy, der ging ganz schnell, das war eigentlich einer der ersten Songs, den wir geschrieben haben. Also Girl Got a Gun und Stormy Weather waren die beiden ersten Songs, die wir für das Album hatten. Das waren so Songs, die sind super schnell entstanden. Klar, wir haben da immer nochmal verändert und so nochmal umgeschrieben und neu aufgenommen. Aber so vom Schreiben her waren das so Songs, die sind total geflutscht im Studio. Und dann gab es Songs wie zum Beispiel Covered in Gold. Das war so ein Sorgenkind, den haben wir echt gerade noch so rechtzeitig abgeben können. Weil das ist einfach, man hat es manchmal, das sind dann so Songs, wo man denkt so, ach, man ist bis zuletzt nicht zufrieden und schreibt dann nochmal was um und macht dann nochmal einen neuen Chorus und so. Und ja, da haben wir in letzter Sekunde was verändert. Ob das so gut war, mal gucken. Hallo, Klaus von Fritz Radio. Hi. Ein Stück weg, hallo. Ja, heute jetzt schon auf Fritz unsere neue Single gehört. Sauber. Direkt, als wir in Berlin angekommen sind. Sehr gut. Ich habe auch schon das ganze Album hören können und mir ist da aufgefallen, man kann nicht wirklich sagen, das ist jetzt so und so ein Album mit dem und dem Sound. Man hört schon sehr, sehr, sehr viele Inspirationsquellen raus, auch wenn man könnte schon sagen, die haben viel das gehört und die haben viel das gehört, aber was habt ihr denn konkret gehört über die letzten Jahre, wo ihr sagt, da lassen wir uns aktiv von inspirieren? Das ist schwer zu sagen. Also ich meine, das Album hat natürlich so einen krassen Mix, weil es einfach wirklich Songs sind, die über 5 Jahre fast entstanden sind. Also das heißt, so ein Song wie Girl Got a Gun oder auch Stormy Weather ist, glaube ich, 4 Jahre alt ungefähr. Und den hört man sich dann, wenn man das Album abgeben muss, nach 4 Jahren nochmal an. Und dann müssen wir vielleicht nochmal was um, aber ich meine, dieses Song, das ist einfach so ein Mix, weil das über die ganze Zeit entstanden ist. Ein paar Songs sind erst 1-2 Monate alt und ein paar sind einfach ein paar Jahre alt. Und auch der Musikgeschmack für einen privat ändert sich natürlich auch total. Also wir haben von, glaube ich, Chet Faker über, Robin oder so, Bill, Mark Robin zum Beispiel total. Ich höre, wie gesagt, gerade Chet Faker, ich höre auch so Sachen wie Anthony Hamilton und so eine Sachen, also auch Sachen, die da jetzt in unserer Musik sich gar nicht wiederfinden oder so. Darum ist es gar nicht unbedingt inspiriert jetzt von direkten Platten oder so, sondern glaube ich eher die Zeit, die das so gemacht hat. Und dann die unterbewusste Musik, die da mit reinspielt, so von anderen Künstlern. So, vielen Dank. Entschuldigung, mal die Technikprobleme. Falls jemand fragt, war meine Schuld. Ich habe aus Versehen das Kabel durchgeknabbert.